Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ja, Nebenoperationen haben wir jetzt endlich alle abgearbeitet, also können wir... Was haben wir? Okay. Dann können wir uns wieder in die Hauptmissionen stürzen. Und zwar, was ist denn das nächste? Im Tode erstrahlt 300.000 GMP, untersuchen Sie das Labor, bla bla blub. Ohne Einsatzvorbereitung zu beginnen. Was heißt Einsatzvorbereitung? Das habe ich ja noch nie gehabt. Machen wir trotzdem. Wie auch immer. Anscheinend geht es nicht anders. Ah, kann das sein, dass ich mir jetzt keine Waffen aussuchen kann? Das ist natürlich doof. Ich glaube, ich habe alles mit Betäubung und ich kenne diese Mission bereits. Habe das schon mal komplett durchgezogen und an die kann ich mich erinnern. Und Betäubungswaffen sind dann nicht so prall. So, Episode 43, im Tode erstrahlt. Sucht sie auf Deutsch nicht so gut an. Let's go over the situation again. Okay, nochmal. We've got another parasite outbreak in the laboratory on the quarantine platform. What is this? No idea. Damn it! What the? Shit! Stay back! Sealed all the exits to keep it from spreading. No one's getting out. One of the researchers inside managed to isolate the parasite behind the outbreak. He faxed over his findings. Code Talker's analyzing them now. Why this new outbreak? Despite our inoculation, this is still unclear. Introducing the Wolbachia to the infected prevented symptoms during the last epidemic. The parasites lodge in the victim's throat, forming a mating pair. But the Wolbachia turns the male to female. Two females can neither copulate nor lay eggs. That's why the rescue team went in with more Wolbachia. But the outbreak still isn't under control. They should not be capable of laying eggs. Yet, we have a new outbreak, and the Wolbachia have no effect. I pray this is not some new strain. If it is, then someone may have brought it here. If there's a spy running around. For now, we must focus on discerning the outbreak mechanism. The cases show another alarming new development. It is now even more difficult to tell who is infected. The eggs propagate out of sight. No external symptoms. One who appears healthy may be dying on the inside. What the hell happened in there? Boss, I still can't raise the rescue team I sent in. We know how to proceed if we just knew how to ID the symptoms. Finding that out is part of your job in there. No, yeah. There's a quarantine tent. Log has been updated. Da mal die Leute motivieren. Snake, we've just had a transmission from inside. Here's the audio. It all makes sense now. I win.
Where's it coming from? Unknown. It cut off before we could get a fix. It all makes sense. Think he means the parasite? No way to know. But right now, that's all we've got. Hopefully, he can tell us something. We'll have to close the tent behind you, boss. Don't think the infection's airborne, but... Find a source of that transmission, boss. Find our man. You never know. Naja. Schauen wir mal, ob wir den finden, der das gesendet hat. Und was daraus alles noch entsteht. Aber die Vögelchen draußen haben ja schwer an Raven erinnert aus dem ersten Teil. Also aus dem Teil von der PS1. What is it? Something sweet. I can smell it even through the mask. The rescue team reported that too. Said it smelled like ripe fruit. We cannot allow the infection to spread. If anyone shows symptoms, you must put them out of their misery. That includes me. Gut, dann sagt man's. Okay, ich habe eine Pistole, die jetzt anscheinend tödlich ist. MG ist tödlich. Pistole ist tödlich. Ich habe sonst keine Ausrüstungsgegenstände, also nur die Pistole. Kann ich da... Ne, Lampe lass mal eingeschalten. Schalldämpfer nicht mehr an. So. Parasites killed him. Don't touch him. He's covered in blood. Was liegt da? Okay, das hat gerade 30 Heroismus gekostet, weil der hat jemanden erschossen. Da liegt er. He's got a mask. He's with the rescue team. And the guy from before. Egal. So, weiter geht's. Die Waffe lasse ich anliegen. Was that more of the message? We'll try to clean it up. Staff member has died. Let me out of here. Step aside, boss. I just want to go outside. I can't die in this hellhole. I'm not infected. I can't be right. If analysis complete. I don't want to go out like a scheiße. Und das war nur ein Guter. Staff member has died. Alles, was sich selbst erschießt, müssen wir dann nicht umbringen. Ja, das ist gespoilert, aber mittlerweile, glaube ich, kennt ja jeder schon das Game. Ich spiele schon ewig dran. Radio has shut up when I opened fire when we entered. But I
couldn't bring myself to shoot back. But you said not. Never point a weapon at one of your own. Ja, das wird sie jetzt nicht vermeiden lassen, Junge. Ja, mach mal, pass auf. Hier machen wir Platz, Junge. I have analyzed part of the data that was faxed out. It appears even those who barely spoke became symptomatic. Es sind nur die besten Leute hier drin. Ich krieg ja noch das. Ja. Sollen wir hier herumliegen? Analysis kommt. Ja, war klar. Ja, bringt sich nur gegenseitig um. Alles, was ihr umbringt, muss ich nicht erledigen. Und wenn ihr es tut, kostet es mich nur 30 Heroismus. What the hell happened? At least you're okay. What's going on? I win. I'm no snail. Damn it. Send the transmission. Seems like he had a way of IDing who's symptomatic. But what was he trying to say? Snail. Yes, of course. It all makes sense now. Do not let anyone showing symptoms get outside. As infection progresses, it triggers an overwhelming urge to get out in the open. That's the parasite controlling them. Once outside, the birds will feed on infected bodies, spreading the parasite on land. The whole world will be infested.
can't let them outside! Damn it! We can't allow any contagious individuals to leave! Shoot, Snake! I've died. That's it. That's good. You still have those goggles. If you see a glow in someone's throat, that means they are infected. And all you can do is give them a quick death. Na gut. Ist da noch jemand? Sind wir nicht hier? Nee, da soll mal einer kommen. He's infected. Kill him, boss. We can't save him now. Der ist infiziert. Der ist auch infiziert, der ist gelb. Ja. Und für jeden, den ich erschieße, wird man natürlich 60 Heroismus abgezogen. Schau ja, sind nur Scherze. You just killed your own... Emmerich, what the hell? Nobody asked for your opinion. You expect me to just stand by and watch this? Has died. Der ist ja schon tot. Der leuchtet ebenfalls, sehr gut. Tut mir leid, mein Freund. Leuchtest du oder leuchtest du nicht? Ja. Echt? Der Fluss kann vergessen. Man sieht es echt, von hier sieht man es. Ich wollte gerade sagen, man sieht es echt schlecht. Du leuchtest ebenfalls, ist sicher. Na? So. Was ist mit dem, der da hinten gewartet hat? Die zwei sind hinüber. Da ist ja eh nichts mehr. Hab Gott, das ist ja echt ätzend. Ist auch weg. Ja, gelb wird gekauft. Dann bleiben wir mal ruhig stehen. Wenn man das schon Heroismus kostet, dann muss ich ja nicht noch Munition verschwenden. Zeig dich, gelb. You yourself said we're a family. Or was it all lies? Ja. Okay, komm. Bin ich schon dabei, Herr?
Hätte los. Da liegt ja nichts mehr herum. Ja, ja. Emmerich ist ganz echauffiert. Na, geht schon, kommt. Hammer. Hang on, boss. Is he wearing a mask? He might not be infected. Examine him with those goggles. Bin ja schon dabei jetzt da. Aber zuallererst. Genau. Dann schauen wir da hinten noch, ob da irgendwas herumeiert. Nein. Gut. Carry the rescue team member to the exit. He's the only one not infected. Vielleicht einfach die Fresse halten, dass du dich nicht infizierst. So, wo muss denn jetzt da eigentlich hin? Sag mal. So, ja, nach oben. Und nach rechts. Wie langsam der läuft jetzt da mit dem... Und ich kann nicht einmal einen Zahn zulegen. Habe ich irgendwas verpasst? Denke ich mir doch. Got a survivor. Unlock the door. Wait. I don't think I made it after all. What? You just checked him. Could it have progressed this quickly? Boss, take another look at him with the goggles. He is infected. I don't believe it. Staff member has died. Sorry, boss. Ist ja ein Wunder, dass ich dann noch raus darf. Euch mal mein Horn an.
Ja, Rang gibt es dafür nicht, weil das ist ja nicht wirklich eine Mission gewesen, sondern das war halt quasi eine Filmsequenz, in die man halt ab und zu eingreifen muss. Und ich werde hier jetzt allerdings das Video cutten. Ich glaube, das ist ein logisches Ende, weil es kommt jetzt nachher noch, glaube ich, massig Cutscenes. Ja, dann machen wir das so. Machen wir hier Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn dem so sei, würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr mein kleines Projekt unterstützt. Ihr wisst ja genau, wie das funktioniert, nämlich mit Däumchen nach oben, Kommentaren, Verbreitung in den sozialen Medien und vielleicht abonniert ihr sogar der eine oder andere meinen Kanal, um die kommenden Videos nicht zu verpassen. Na dann, nochmal danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!